Hallo Freunde der reinen Sinuswelle, und zwar ein Multimeter und Oszilloskop 2 in 1. Ja, das war das günstigste Oszilloskop, was ich bei eBay gefunden habe, weil Oszilloskope aus Deutschland sind ja nahezu unbezahlbar, auch gebraucht noch, und dieses Gerät hier war neu und hat an die 50 Euro gekostet. Ich habe das auch schon mal aufgemacht, damit ich euch das lange Unboxing erspare. Also da drin ist eine schöne Tasche, wo drin das Gerät selber schön verpackt ist. So sieht's aus. Mit China-Exportzeichen. Natürlich fehlt da auch wieder das Konformitätserklärungszertifikat, wie es heißt. Das braucht man eigentlich immer, wenn man irgendwo irgendwas mit CE beschriftet. Aber die Chinesen, die brauchen das wohl nicht. Ja, die Anleitung ist leider komplett in Englisch, in Chinesisch-Englisch, also wieder mit reichlich Rechtschreibfehlern und auch überhaupt nicht so leicht verständlich. Daher ist das alles ein bisschen, ja, gut. Ich habe es jetzt auch noch nicht ausprobiert, das wollte ich dann mit euch gemeinsam machen. Da kommen jetzt noch Batterien hinten rein. Könnte man auch über USB machen, wisst ihr ja, ne? Habe ich ja im letzten Video gezeigt. Aber da es auch mobil sein sollte, mache ich das ruhig über Batterien, weil ich es ja mal an diesem Ort, mal an diesem Ort brauche. Daher ist es wahrscheinlich schon... Achso, hier wird erklärt, wie die Batterien eingelegt werden. Ja, das ist ja auch mal was ganz Neues. Ja, so macht es eigentlich einen relativ seriösen Eindruck. Ich habe es noch nicht ausprobiert, wie gesagt. Dann gibt es noch zwei Messstäbe dazu. Bis 1000 Volt steht drauf, 10 Ampere. Ja gut, 1000 Volt, das brauche ich nicht. So, ich habe jetzt nur Akkus gefunden. Das sind auch nicht mehr die frischesten, aber ich will hoffen, dass die noch reichen. So, jetzt, das kommt glaube ich hier rein, das hier. Jawohl, läuft. So, was haben wir denn hier? Haben wir mal eine Batterie zum Testen. Das ist Gleichstrom, das ist Wechselstrom. Also sind wir da schon mal richtig. Also das ist ja schon mal 1,274 Volt. Und das ist ja auf jeden Fall schon mal eine interessante Anzeige. Drei Stellen hinterm Komma. Das hatte ich bisher jetzt auch noch nicht. Dann wollen wir mal überprüfen, was mein anderes Multimeter dazu sagt. Na gut. Also das scheint schon mal zu stimmen. So, jetzt muss ich mal gucken. Aha. Da haben wir jetzt so ein anderes Feld. Was zeigt das an? Gleichspannung. Also das ist dieses Oszilloskop dann sozusagen. Ja, das ist ja cool. Es misst also den Herzschlag. Ja, cool, gefällt mir. Okay, dann will ich das mal checken mit der Wechselspannung. So, kann man es sehen. Also rechts ist immer der N-Leiter und links ist Plus sozusagen. Also reiner Sinus sieht so aus. Das ist halt die Steckdose, der Strom zu Hause. Ne, schöne saubere Linie, rauf, runter, plus, minus, im Wechsel. 236 Volt. Das ist halt der Strom, den man zu Hause aus der Steckdose zieht. Ich habe jetzt halt nur die Verlängerung, weil ich hier keine Steckdose habe. So, und so müsste es dann jetzt auch auf meinem Gleichrichter aussehen.
Und deswegen habe ich mir dieses Gerät gekauft, damit ich meinen Spannungswandler auch mal auf reine Sinuswelle überprüfen kann. 236,2 Volt und 50 Kilohertz. Oder naja, 0,050 Kilohertz. Also das ist reine Sinuswelle. Obwohl, hier schwankt es ein bisschen, aber das ist sehr gering, 0,049. Das ist durchaus im Rahmen. Also so kommt der Strom auch vom Versorger, von der Avacon oder wie es heißt, Vattenfall, je nachdem, wo er lebt. Und jetzt werde ich mal schauen, ob das bei mir genauso ist mit meinem selbstproduzierten Strom. Also ich muss sagen, bis jetzt macht das Gerät einen ganz guten Eindruck. Für 50 Euro kann man da wirklich nicht me meckern. Es ist halt ein Multimeter, ganz normal, wie man das so kennt. Und dann hat es halt auch noch das Oszilloskop dabei. Das finde ich ehrlich gesagt für 50 Euro ganz schön gut. So, ich bin jetzt hier in meiner Gartenlaube mit dem Gerät. Und hier ist jetzt der modulierte Spannungswandler und das ist der mit der reinen Sinuswelle. Und die beiden wollte ich jetzt mal überprüfen, ob und wie das dann ausschaut. Ich habe jetzt hier die beiden Messspitzen. Das ist jetzt der modulierte. Da stecke ich mal die Messspitzen in die Steckdose, die angeschlossen ist. Und man sieht hier so eine Zackenform. Das ist jetzt die modulierte Sinuswelle. So, und die müsste auch angezeigt werden, wenn das jetzt nicht das ist, was draufsteht. Ne? Aber ich vermute mal stark, dass ich diesmal wirklich ein gutes Gerät gekauft habe. Weil der ja auch so sauber ist beim Fernsehgucken und so. Ja, genau. Das ist halt tatsächlich reine Sinuswelle, wie man hier erkennen kann. Das ist eine richtig schön saubere Kurve. Hier oben sieht man 228 Volt und 50 Hertz. Also das ist tatsächlich mal das, was die Chinesen für ihr Geld versprochen haben. Reine Sinuswelle und 2500 Watt bis 5000 Watt Anlaufstrom. Also bin ich durchaus zufrieden für das Geld. Da muss ich sagen, mit dem Gerät kam ich jetzt auch zu Anfang nicht gleich zurecht. Das ist ein bisschen schwierig gewesen, das alles so einzustellen. Aber jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Man kann ja sehen, diese Welle ist sauber und das ist die modulierte Welle. Die ist halt so zackig und abgehackt, ne? Da ist deutlich der Unterschied zu sehen. Ja, und dieser Unterschied, den man hier auf dem Oszilloskop sieht, der ist halt sonst immer in so einem Rauschen oder Brummen. Im Ventilator ist es besonders schlimm oder im Fernseher, dann sind solche Striemen manchmal im Bild. Das ist halt alles ohne mit der modulierten Sinuswelle nicht so schön, aber mit der reinen Sinuswelle ist es halt wirklich nicht mehr. Und das hatte ich auch schon vermutet, dass der halt wirklich sehr sauber den Strom moduliert. Und ja, jetzt habe ich es halt beweisen können mit diesem Gerät. Und das Gerät kostet gerade mal 50 Euro. Da muss ich sagen, also unter 50 Euro sogar, da muss ich sagen, das haben die Chinesen ganz wunderbar drauf, ne? Also die Sachen so günstig herzustellen. In Deutschland würde ein Oszilloskop bei Weitem nicht für 50 Euro zu kaufen sein. Ja, und das ist halt auch das Günstigste, was ich gefunden habe. Kann ich also jedem empfehlen, der seinen eigenen Spannungswandler überprüfen möchte. Oder halt auch sowas braucht, weil das ist jetzt halt auch ein normales Multimeter, so wie das hier. Das kann man damit auch verwenden und das ist sehr hochwertig. Also ich habe es jetzt ausprobiert, ich bin durchaus zufrieden damit. So, und jetzt werde ich noch halt weitere Leistungstests von meinem Spannungswandler machen, weil ja, also den kann man durchaus empfehlen. Da kann ich eine Kaufempfehlung auf jeden Fall aussprechen. Der macht das, was er verspricht. So, ihr seht, ich werde professioneller, habe jetzt mein Stativ hier aufgebaut, das filmt jetzt die Ampereleistung und man kann vielleicht die Spannung nicht sehen, die steht bei 228 Grad, aber die Sinuswelle sieht man und die Ampereleistung sieht man auch, hoffe ich. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Jetzt werde ich mit der Kettensäge, die hat, hier steht drauf, 2400 Watt, kann man hier sehen und 2500 hat ja meinen Spannungswandler. Also werde ich mit der jetzt hier das Holz, was nicht in den Kaminofen gepasst hat, werde ich jetzt mal mit meiner Solarenergie ein bisschen klein machen.